Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! Aus dem Evangelium nach Johannes im 20. Kapitel. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Angst, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Liebe Gemeinde, Familienkirche, gemeinsames Mittagessen im Löhehaus, Emmausgang, Pilgern, Schöpfungsandacht. Alles gestrichen. Zweiter Feiertag, Ostern. Es ist Ostern und ist doch nicht. Mir fehlt die Gemeinde. Ihr alle fehlt mir. Mir fehlt der starke Gesang der starken Gemeinde. Christ ist erstanden. Das Lied findet keinen Klangraum in der Kirche. Und mein Gotteslob bleibt an der Zimmerdecke hängen. Ostern in den vier Wänden, förmlich eingesperrt. Kein Besuch darf auch nicht kommen. Die Türen sind besser verschlossen. Die Angst kann ich nicht aussperren, nur das Risiko mindern. Der Blick ist gerichtet auf den Corona-Ticker. So viele Tote. Hoffentlich sind alle gesund, die ich kenne. Meine Familie, die Kinder meiner Religionsklassen und ihre Familien. Freunde, Kolleginnen und Kollegen, Nachbarn, Bekannte und Sie, die Gemeinde. Ich bin dankbar für gute Nachrichten. Die Zahlen der Toten, die kann ich nicht fassen. Die Welt ist im Krieg gegen die Seuche und kein Friede in Sicht. Eingesperrt hatten sich die Jünger, verbarrikadiert. Allein sind sie, in Angst, wie nie zuvor. Am Abend. Ich erinnere mich an meine Bibel in Kindertagen. Da sehe ich in die Stube, in der die Jünger sich versteckten. Die Tür ist fest verriegelt, mit Balken gesichert, ein schweres Möbelstück ist davor geschoben. Am Abend aber, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Angst. Niemand und nichts kann eindringen. Kein Mensch, keine Nachricht, kein Virus. Am Abend aber kam Jesus und trat mitten unter sie. Liebe Gemeinde, Ostern, das Fest vom ersten Licht, von Anfang und Morgenfrühe. Am Abend aber, bevor die Nacht sich auf die Häuser legt, gehen Türen auf, im ersten Stock und im zweiten und bis unter das Dach. Im betreuten Wohnen stehen sie dann allein oder zu zweit auf ihren Balkons. Lichter werden angezündet und im Glockenläuten der Markuskirche wird geschwiegen. Nun erklingt ein Abendlied, wer kann, singt mit. Dann das Gebet, das die Welt umspannt. Wer will, stimmt ein, Vater unser. Stimmen werden laut, Nachbarn sichtbar und keiner ist mehr völlig allein. Am Abend aber kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede
sei mit euch. Amen. Beten wir gemeinsam das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.